Brötchen. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Nosterafotz Oh nein, jetzt exklusiven hast du das aufgenommen. Podcast. Das ist quasi die Episode minus 1, weil die Episode 0 kommt dann auf Nostera Fakt online. Lass einen Podcast machen, wie wir das, was wir im Podcast sagen, kommentieren, was wir dabei Ja, gedacht haben. das ist eine Marktlücke. Das Da ist eine. können wir auch den Aufwand niedrig halten und den Gewinn hoch. Wir haben stundenlangen Content. Und dann, wenn wir das haben, können wir auch das Kommentierte nochmal kommentieren. Und dann darauf reagieren. Ja, und dann, ah, guck mal, da beim Kommentieren habe ich mich versprochen. Wie dumm ist das denn? Und dann können Ja. wir LOL sagen. Ja, da könnten wir uns Herausforderungen. Ja, willst du mich Na, herausforderungen für oder was was? wird denn das jetzt? Na, das jetzt irgendwie, ich dachte spontan, machen wir jetzt hier so einen kleinen Podcast. Für Nostra Furz. Der Die kommt dann, Erwartungen werden hoch die sein. Erwartungen werden riesig sein. Der kommt dann quasi vor dem eigentlichen auf Nostra Fakt, damit die Leute Bescheid wissen und der Hate Also nicht das ganz ist so jetzt groß ist. die Ankündigung des Ankündigungsvideos auf Nostra Fakt. Das ist die Ankündigung des Piloten des Podcasts. Hier können Aber wir schon mal mit wir brauchen ja unserer, noch, das ist jetzt Quatsch. hier können wir schon mal mit unseren, weißt du, mit unserer Eloquenz punkten. Und Also schon mal das hier Leute ist. überzeugen, dass wir richtig gute Podcaster sind irgendwann mal. Warte, also red kurz. Ich rede kurz, ich werde diese Zeit jetzt überbrücken. Also zur Information, dies ist jetzt, Einstweilen haben wir nur den einen Podcast. einstweilen haben wir nur den einen Podcast, aber auf Nostrafotz kann man ja sowieso hochladen, was man möchte. Und da wissen die Leute dann Bescheid. Das ist dann der Pre-Pre-Podcast. Das ist wie bei Magic the Gathering. Es gibt das Pre-Release. Bevor die neue Edition rauskommt, gibt es einen Pre-Release. Also vor dem Release ein Pre-Release. Und da dürfen alle schon mal Edition spielen und so. Du gehst immer nach Berlin. Nee, in Erfurt ist das immer. Echt? Und ja, und es Nicht in gibt. Berlin. In Erfurt ist das Das ist immer. ja übelst ein Zufall. Das ist echt ein super Zufall. Dass es bei uns in der Nähe ist. Ja, das ist gut gemacht. Und seit neuestem gibt es da nämlich auch so einen YouTube-Kanal. Und er macht das Pre-Pre-Release. Noch vor dem ist ja auch egal. Das ist jetzt quasi der Pre-Pre-Release-Podumpscast. So. Whatcast. Vodcast. Poperze? Nee, Podex. 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 Ja, Eloquenz-Gesprächsfluss. Über was reden wir denn so in dem Podcast? Also wir haben Themen wie die Islamisierung des Abendlandes, Richtig. Sarah Wagenknecht. Die hatten wir. Ja, nur indirekt. Wir haben ihr Blumen geschenkt. Ja, ist richtig. Björn Höcke, Ja. Frauke Petri. Und vor allem Pickup. Genau. Also das Essen. Product Placement in der Musikindustrie. Das ist jetzt eine Lüge gewesen, gerade eben. Ja, was von den ganzen war eine Lüge, findet's heraus. Außer, Ja. dass er es gerade verraten hat. Mist. Ja, das ist ein kniffliger Rätselspaß zu mitmachen. Ansonsten Macht nicht wisst ihr mehr so Bescheid. viel. Ihr hört ja jetzt, wie die Klangqualität ist. Wenn euch das nicht ansteht, dann habt ihr Pech gehabt. So wird es erstmal sein. Was ist jetzt am Passieren gerade? Wenn es euch zu leise ist, müsst ihr die Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Ah! Witzig. So, die 5-Minuten-Grenze schaffen wir aber, oder? Was beschäftigt dich gerade? Kryptografie. Immer noch, das ist ja langweilig. Ach so, nee, ist ja Kennt zukünftig ihr dann eher. Faisal-Chiffren? Die Nee. sind top. Warte, hießen die auch so? Ja, ne? Richtig gutes Doch, Podcasting. 100, 100. Ich muss mal nachgoogeln. Nee, dass ihr einfach Bescheid wisst, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Waren jetzt, das war eine Mischung aus ironisch sein und Real Talk, wie auch jetzt hier Es gerade. wird ein bunter Mix, ihr werdet euch freuen. Ein Potpourri der guten Laune Ein auf jeden Fall. Potpourri. Wir nennen's Was? Potpourri. Potpourri-Cast. Genau. So. Da wisst ihr Bescheid. Ich sag noch zu viel M. Da kann ja auch so ein Podcast Potpourri, put, dienlich sein, das sich noch ein bisschen abzugewöhnen. Und dann habt ihr ganz viel Spaß mit dem Material. Das machen wir. Das machen wir. Je nachdem, wie gut das ankommt, wird dann über die Häufigkeit entschieden. Oder ob das, wenn jetzt, weißt du, wenn das alle super haten, dann habt ihr gelitten. Dann machen wir jeden Tag eine. Hatet eh keinen, jetzt viel zu gut. Ja, ich habe mir Ja, das gerade eben nochmal angehört, das ist top. super, super Material. Freut euch drauf. Aber wir sind natürlich noch am Anfang einer steilen Karriere, was Hör das jetzt mal immer auf, dich Podcasten immer zu angeht. rechtfertigen. Oh, dass du gehst mir um den Sack. Geh jetzt mal ans Fenster und spuck raus. Je nachdem, was ihr so wollt, wird sich das vielleicht noch ein bisschen anpassen und wir werden natürlich noch super viel professioneller. Abonniert uns bei iTunes. Sag mal schon wieder, oder was? Das kann nicht das Markenzeichen werden, dass er hier
so, ja, Flatulenzcast wird. Auf Wiedersehen. Jetzt hört ihr die Musik im Hintergrund lauter werden. Oh, jetzt versteht meine Stimme schon gar nicht mehr.